Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch eine total süße kleine Karte. Das ist eine besondere Kartenform, weil die steht nämlich so ganz von alleine und die könnt ihr dann irgendwo hinstellen. So sieht sie aus, wenn sie quasi flach hingelegt wird und so kann man sie auch jemandem überreichen, der denkt sich, oh, was ist das? Und dann kann man das hier so aufstellen und dann zum Beispiel auf ein Regal stellen. Ich habe die Karte benutzt als Dankeskarte, als Baby-Dankeskarte und habe dann hier auf diese Seite das Babyfoto sozusagen geklebt. Das kann man also super nutzen, um Fotos unterzukriegen. Ihr könnt auch zwei Fotos unterkriegen oder eben wie ich nur auf einer Seite und auf der anderen Seite habe ich einen schönen Spruch gemacht. Genau. So war so die Grundidee und dann habe ich mir gedacht, wenn ich euch das Video zeige, dann kann ich das eben mit diesem total süßen Elefantenstempelset machen. Und ja, das kann man so auch ganz wunderbar als Babykarte nutzen, wenn man einen Glückwunsch schickt oder auch für einen Geburtstag oder für alles Mögliche kann man das natürlich verwenden. Und ich habe damit auch recht viele Karten gemacht. Also es ist eigentlich eine besondere Kartenform, die macht auch Arbeit, aber die ist noch, ich sag mal, im Rahmen. Also man kann die auch für viele Karten nutzen und das ist ja manchmal auch ganz wichtig, wenn man da eine Kartenidee sucht. Und so bin ich auf diese Karte gestoßen. Ich habe da im Internet gesucht, was ich nehmen kann, bin dann bei Pinterest auf so eine Karte gestoßen und habe dann mir überlegt, was ich aus der machen kann. Genau. Ich habe dann bei YouTube ein Anleitungsvideo gefunden. Das schreibe ich euch auch unten in die Infobox. Das ist von der lieben Moni von Movies Bastelwelt. Und ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob ich die Maße abgeändert habe oder nicht, weil es schon so lange her ist, dass ich die Karte gebastelt habe. Aber ich habe jetzt einfach mal so meine Variante daraus gemacht. Genau. Aber das Video für diese Idee gebe ich euch unten in die Infobox. Da könnt ihr sehr gerne vorbeischauen bei der Moni. Okay. Und genau. Ich habe bei meiner Originalkarte da noch ein paar Blümchen hingemacht, so zum Einhakeln von dem, von diesen Bildern hier oben im Prinzip, aber das braucht man gar nicht unbedingt. Wenn ihr das machen wollt, dann würde ich hier unten ein bisschen weniger hinstempeln und dann könntet ihr hier auch noch Blümchen hinsetzen und das dann so ein bisschen einhakeln lassen. Das ist Geschmackssache. Nehmt euch halt hier unten ein bisschen Platz zum Schreiben weg. Wenn ihr aber zum Beispiel hier in der Mitte einfach nur alles Gute zum Geburtstag irgendwie hinstempelt oder so und das dann so ein bisschen mit Blumen umrahmt, das wäre natürlich auch total schön und dann könnte man das so hinstellen. Und hinten drauf auf der Karte kann man natürlich auch noch ein großes Feld unterbringen mit für Glückwünsche und so weiter. Also das wäre dann auch noch eine weitere Idee. Vielleicht blende ich euch jetzt mal noch das Bild von meiner Dankeskarte ein. Ich muss mal gucken, wie ich das, ob ich das so hinkriege. Und dann seht ihr mal, wie die ausgeschaut hat. Also Farbkonzept ist natürlich sehr, sehr ähnlich. Genau, und jetzt zeige ich euch, wie die Karte funktioniert und wünsche euch dabei ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und ich finde die so süß. Ist die süß? Die ist einfach nur total süß. Die Elefanten sind einfach nur der absolute Hammer. Und die waren sofort auf meiner Muss-ich-haben-Liste, weil die so süß sind. Okay, ganz viel Spaß damit mit diesem Video. So, und was ihr alles braucht für diese Karte, habe ich euch hier mal hergerichtet. Als Farben benutze ich einmal Blütenrosa und Merlot und einmal Savanne, das hat diese Bestellnummer, und Seidenglanz mit dieser Bestellnummer. Und an Größen, wundert euch nicht, ich habe schon ein bisschen was hergerichtet für die Deko, also das ist schon bestempelt sozusagen. Wir brauchen als Größe einmal Savanne mit dem Maß 21 x 14 cm. Dann habe ich Merlot und Blütenrosa. Da habe ich euch die Maße hier mal schön aufgeschrieben. Könnt ihr gerne ein kleines Pausebild machen, dann habt ihr das alles. 13,5 x 6,5 einmal, 6,5 x 6,5 zweimal in Merlot. Das ist das hier. Dann Blütenrosa 13 x 6 cm einmal und zweimal 6 x 6 cm. Und ich benutze Seidenglanz in dem Maß 12,5 x 5,5 einmal und einmal in 5,5 x 5,5. Beziehungsweise benutze ich, habe ich die 5,5 x 5,5 zweimal. Wenn ihr das Ganze als Fotokarte machen wollt, dann nehmt ihr einfach eins von dieser Größe, also 5,5 x 5,5 als Foto, beziehungsweise richtet euch danach, wie groß euer Foto ist. Denn ihr könnt daraus ja, wie gesagt, eine Dankeskarte machen mit Foto und wenn ihr dann ein kleineres Foto habt, also wenn dieses Element jetzt kleiner wäre, dann wird es trotzdem schön ausschauen, dann macht ihr euch nur das zweite Seidenglanzelement genauso groß wie das Bild. Dann passt es auch wieder zusammen von der Größe.
Und starten tue ich jetzt mit meinem Grundpapier in Savanne. Als kleinen Tipp noch, ihr bekommt da zwei Karten daraus. Also wenn ihr ein DIN A4 Papier nehmt und das auf 14 kürzt, die Breite ist ja schon 21, dann bekommt ihr aus dem zwei Karten und habt so auch die Möglichkeit, mehrere Karten mit weniger Verschnitt zu machen oder eben aus einem Papier zwei Karten zu kriegen. Ich finde, das hat eigentlich ein ganz gutes Maß so. Okay, und ich schnappe mir jetzt meinen Papierschneider und falze mir zuerst. Ich lasse diese 21 cm Seite oben und falze mir das einmal bei 7 cm. Das heißt, ich lege mir hier bei 7 cm an und schiebe es mir weiter bei 14 cm. Und dann drehe ich mir das einmal so um, dass meine kurze Seite oben liegt, lege es mir nochmal bei 7 cm an und jetzt Achtung, aufpassen, nehme ich mir meine Schneideklinge und schneide mir das bis zur zweiten Falzlinie hier runter. Das heißt, ich lege mir das hier an, ein kleines bisschen drüber, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, schneide mir das einmal nach oben, klappe mir dann meinen Papierschneider auf und gucke jetzt nochmal nach. Ich zoome euch da mal ein bisschen ran, dass ihr das besser sehen könnt. Seht ihr die Falzlinie überhaupt? Ich mache so, ich klappe mir das wieder zu und schneide noch ein kleines bisschen runter. Und jetzt noch ein kleines Mini-Mini. So, bis ich bis an der Falzlinie angekommen bin. Jetzt halte ich euch mal nah hin, dass ihr das auch erkennen könnt. Seht ihr das? Und indem, dass ihr das immer ein bisschen runterschiebt, dann habt ihr meistens keinen Riesenschnitt da innen drin. Das wäre ein bisschen schade. Genau. Und jetzt müssen wir noch Diagonale setzen. Ihr könntet das mit einem Papierschneider machen, aber ich mache es lieber mit einem Geodreieck und mit einem Papierfalter, weil es dann einfach ein bisschen ordentlicher ist. Dazu hole ich mir schnell mein Geodreieck. Und was ich jetzt noch mache, bevor ich das falze, ist, dass ich mir mein ganzes Papier einmal so rumdrehe. Das hat dann nachher mit den Berg- und Talfalzen zu tun. Ihr habt hier unten und oben eine Bergfalz und wir machen jetzt noch diagonale Talfalzen rein, heißt es. Das heißt, da wo dieser Bogen ist, ist der Berg von der Falz und dieses Tal ist auf der Rückseite. Es ist nicht total wichtig, aber wenn ihr es beachten wollt, könnt ihr es beachten. Ich hoffe, ihr erkennt es so einigermaßen. Und dann mache ich mir diese diagonalen Linien genau aus der Mitte, wo wir jetzt gerade hingeschnitten haben, dieser Bereich, bis zu meiner Falzlinienüberkreuzung. Ich mache das jetzt mal und dann zeige ich es euch nochmal nah. Und ich finde, man macht es ordentlicher, wenn man es nicht mit dem Papierfalter macht in dem Moment. Ich mache es auch gleich auf der anderen Seite. Lege mir das da wieder genau in der Mitte an und falze mir das so nach außen. Und jetzt zeige ich euch das mal. Oh Gott, das sieht man ganz schlecht, gell? Ich knicke jetzt mal die Linien nach, dass ihr das besser erkennt. Vorsichtig. Also, ich habe mir jetzt von dieser Falzlinie hier, knicke ich auch mal ein, dann seht ihr die auch besser, hier oben diese Ecke genau bis hier runter gefalzt. Also ihr habt hier oben diesen ganz großen Bereich, dann diese mittlere und dann diesen oberen. Und dieser mittlere wird ebenso diagonal gefalzt. In beiden Seiten. Dann habt ihr hier so ein V. Und jetzt falzen wir uns das auch gleich nach. Das heißt, ich beginne jetzt wirklich mit dem oberen, falze mir das nach unten. Falze mir das ganz ordentlich nach. Und dadurch, dass wir jetzt diese Berg- und Talfalzen gemacht haben, also wenn ihr es beachtet habt, habt ihr jetzt die Bergfalz so, dass die Bergfalz innen ist und so soll es normalerweise immer sein, dass diese Bergfalz wirklich innen ist. Macht man immer so, wenn man eine Karte faltet, auch, dass das dann innen liegt. Jetzt haben wir ja diese Diagonalen, sind eigentlich Talfalzen und die untere ist wieder eine Bergfalz. Das heißt, die untere, die biege ich mir auch gleich mal runter, falze mir die nach. Und ihr könnt ja auch schon gucken, dass es wirklich schön anliegt. Und jetzt falze ich mir diese Dreiecke auch noch zur Seite und das mache ich auch so, dass ich hier das schon versuche gut anzulegen, dass das schön ordentlich ist. Das ist so dieser Bereich, wo man bei der Karte einfach ein bisschen aufpassen muss. Und dann falze ich mir das nochmal schön nach. Und bei der anderen Seite mache ich es genauso. Also ich lege mir das hier genau an.
schiebe mir das nochmal ein bisschen so hin, dass es wirklich möglichst Ecke auf Ecke passt. Und dann falze ich mir das nochmal richtig schön nach hier. Weil das ist jetzt unser Mechanismus. So stellt sich dann die Karte nachher auf. Ich falze euch nochmal auf, dass ihr das genau seht. Die oberen nach unten. Und dann stellt ihr es so auf und klappt euch das so nach außen. Wenn ihr das so flach hinlegt, das können wir auch nochmal nachfalzen. Es ist schön, wenn das hier, also das muss man manchmal so ein bisschen nachziehen, wenn sich das hier so schön aneinander schmiegt, das Papier sozusagen. Genau, so sieht das Ganze jetzt aus. Vielleicht nochmal so von oben die Ansicht. Und dann, aber wenn ihr das probiert, dann wisst ihr schon genau, wie das funktioniert. So stellt sich dann die Karte am Ende auf. Das ist der Mechanismus dieser Karte. Genau, jetzt kommt eigentlich nur noch die Dekoration. Ich habe da schon sehr viel vorbereitet, aber ich zeige euch auch nochmal alles. Ich habe mir jetzt einfach mein großes Blütenrosepapier auf mein Merlot-rotes Papier geklebt. Das ist quasi dieser untere Bereich, der da drauf kommt. Und meine Karten vorne habe ich auch schon beklebt. Das Einzige, was jetzt vielleicht wichtig ist, wo hier der Kleber drauf kommt. Also ich lege es mir nochmal so hin, wie wir es jetzt schon die ganze Zeit hatten. Und wenn wir das jetzt so hinlegen, dann kommt hier dieser Kleber drauf, auf diese beiden Bereiche, also auf diese Diagonalen. Ich mache das auch gleich, dann seht ihr das noch besser. Wir haben oben diese beiden Vierecke, dann die Diagonalen und unten wieder das Große. Das bleibt so und ich mache mir jetzt auf diese beiden Bereiche einfach ein bisschen Flüssigkleber hin. Auf diese Dreiecke hier im Prinzip, auf die oberen. Und da kann ich jetzt mein Bildhalter oder mein, genau, diese beiden einfach so draufkleben. Und durch diese Falzung klappt sich das Ganze dann so hin. Also eigentlich ganz easy, wenn man es einmal gemacht hat und weiß, wo es hin muss oder weiß, wo der Kleber ist, dann ist das eigentlich eine ganz einfache Kartenform, die aber echt total cool ist und wunderschön. Und da können wir jetzt unsere Deko drauf machen. Also ich nehme jetzt mein Merlot-rotes Papier gleich drauf. Da habe ich jetzt Blütenloser drauf. Klebe mir das hier unten drauf. Dann kann mir hier jetzt auch mein Seidenglanzpapier drauf machen. Und dann habe ich noch mir meine beiden Bilderrahmen sozusagen gemacht. Die klebe ich jetzt auch gleich mal hier drauf. Auch hier habe ich das Blütenrosa schon aufs Merlot-Rot geklebt. Das passt genau. Klebe mir das hier drauf. Und mache das mit dem genauso. Also das ist eine Karte, bei der man ganz viele Teile aufeinander kleben kann. Und da setze ich mir jetzt auch schon mal meinen Spruch und mein Blümchen auf. Ich zeige euch aber gleich, wie ich das gestempelt habe. Gell? Ihr müsst jetzt da nicht auf Stempelentzug kommen. Das klebe ich hier drauf. Und meinen Elefanten, den würde ich euch ganz gern zeigen, wie ich das gemacht habe. Den klebe ich dann hier rechts drauf. Und meine kleine Maus, ich mache es auch flach. Genau, das machen wir jetzt mal hier so drauf. So, und jetzt geht es so ein bisschen an die Deko. Und zwar habe ich jetzt hier schon mal ein bisschen was vorbereitet in Koloration und Stempeln, aber ich möchte natürlich mit euch zusammen auch noch was gestalten. Und dann nehme ich mir jetzt einfach ein Stück Seidenglanz. Ich möchte gerne, dass der Elefant noch einen Ballon bekommt und zeige euch jetzt auch endlich mal die Stanzteile und was ich benutzt habe. Ich habe nämlich die kleine Elefantassie benutzt und die Stanzformen Elefantenbaby. Die haben einmal diese Bestellnummer, die Stanzformen und das ist die Bestellnummer von dem Stempelset und das Produktpaket, also da könnt ihr zusammen im Set 10% sparen, da blende ich euch die Nummer ein. Die sind einfach sowas von süß und dann nehme ich mir jetzt mal den Schmetterling raus, den Luftballon und werde mir den einmal aufstempeln und den nachher auch ausstanzen. Also es sind eben die passenden Stanzformen dabei. Und als Stempelfarbe nehme ich mir das Memento, weil ich das Ganze gerne mit den Blends dann kolorieren möchte.
Und das Gleiche habe ich auch mit dem Elefanten so gemacht. Also ich zeige euch jetzt genau, wie ich das gemacht habe. Und genauso habe ich es eben auch mit der Maus und der Blume und den ganzen Deko-Elementen auf der Karte gemacht. Ich nehme mir dann jetzt die Blends. Ich habe jetzt hier Merlot-Rot und was ich noch genommen habe, ist dieser weiße Teller. Hoppala. Und für den Elefanten habe ich zwei Grautöne benutzt, beziehungsweise es reicht eigentlich, wenn ihr den hellen Grauton benutzt und den immer wieder an der Seite entlang fahrt, damit ihr auch diese dunklen Schattierungen habt. Das reicht eigentlich auch mit einem Stift. Und die Ohren habe ich in Blütenrosa gemacht und hier habe ich die gleichen Farben genommen, also Blütenrosa und eben auch das Merlot-Rot für die Schmetterlinge zum Beispiel. Ich zeige euch jetzt mal, was ich meine mit dem einen, mit der einen Farbe. Ihr habt zwar zwei, aber es reicht, wenn ihr nur die helle davon benutzt. Ich koloriere mir den jetzt einfach einmal so grob aus. Und dann nehme ich diese feine Spitze. Die zoome ich jetzt auch nochmal noch ein bisschen näher hin. Und male mir mal die Ränder mal kurz. Da bin ich jetzt leider vorher schon kurz rausgekommen. Aber damit ich mir eben nicht nochmal rausmale. Genau, jetzt hat er so eine Farbe. Und jetzt möchte ich diesen Bereich einfach dunkler haben. Das heißt, ich gehe da einfach noch öfter drüber. Immer öfter drüber gehen. Und dann wird es ein bisschen dunkler. Bei dem Grau von dem Elefanten geht das super. Und wenn ich jetzt mir mit dem Aufheller noch ein bisschen reingehe, dann kann ich da auch richtig schöne Sachen noch reinmachen, so ein bisschen Farbverläufe. Also das würde reichen. Und wenn ihr den dunkleren Stift habt, dann könnt ihr den noch benutzen und könnt einfach die Ränder noch ein bisschen dunkler machen. Aber so richtig viel mehr, finde ich, viel dunkler wird es auch nicht. Deswegen, ich finde, es reicht eigentlich mit dem hellen. Je nachdem, was ihr habt. Okay, wichtig ist, die Alkoholmarker immer ganz gut wieder zumachen, richtig zudrücken. Und das Ganze stanze ich mir jetzt eben mit den passenden Stanzformen einmal kurz aus. Das sieht dann so aus. Habe ich schon vorbereitet. Dann muss ich die Stanzmaschine nicht ins Bild holen. Ich habe es ja zweimal gemacht und was mir hier passiert ist, ist, dass ich die Stanzform nicht ganz mittig gelegt habe. Jetzt ist das Seil unten nicht aufgestempelt und das kann man ganz einfach mit einem Stift nachmalen. Als kleinen Tipp für euch, wenn ihr das auch mal habt. Wenn euch das ein bisschen verrutscht ist, dann nehmt ihr einfach einen Stift und malt hier nochmal das Seilchen hin, das passt. Das sieht man dann auch nicht mehr. Genau, und dann habe ich mir zusätzlich noch die kleine Schleife ausgestanzt, die ist eben auch bei diesen Stanzformen mit drin. Das fand ich noch ganz süß, das wollte ich dann noch drauf machen. Und habe mir überlegt, ob die Maus auch einen Ballon bekommen soll. Das gucken wir jetzt mal. Also den setze ich jetzt erstmal mit einem großen Dimensional hier auf, meinen Elefanten, auf. So, dass der relativ weit oben ist. Und das kleine Schleifchen, das mache ich mit einem ganz, ganz kleinen Punkt Flüssigkleber. Da muss ich nur aufpassen, weil mein Kleber ist ganz voll und jetzt meistens kommt dann so ein großer Punkt raus. Okay, ich habe es geschafft. Einen kleinen da hier noch oben drüber setzen, das finde ich total süß, das kleine Schleifchen. Bin ganz schön weit weg. Das ist doch süß, oder? Genau, und im Prinzip ist die Karte jetzt schon ganz gut fertig. Was ich als kleinen Tipp mache, dass die immer gut steht, ist, dass ich das mir nochmal umknicke, hier hinten nochmal nachfalze und dann stellt die sich im Prinzip schon selber so auf. Wenn ihr jetzt da irgendwie ein Problem habt, dass es nicht ganz steht, könnt ihr hier in der Mitte immer noch ein bisschen justieren. Ihr könnt hier eine Seite nach hinten oder nach vorne holen. Meistens steht die dann entweder besser oder schlechter. Das könnt ihr machen. Wie gesagt, meine, die steht jetzt einfach echt super. Aber ich habe da ganz viele Karten als Dankeskarten gemacht. Da hatte ich das ein paar Mal, dass es nicht so gut gestanden ist. Aber bei der ist es jetzt echt super. Und was ihr jetzt noch machen könntet, wenn ihr wolltet, ist, dass sie hier unten auch noch was hinklebt, dass die nicht zu weit nach vorne kommt mit dem Aufsteller. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch mehr Platz möchte, könnte ich mir zum Beispiel ein kleines Blümchen nehmen und das hier oben hinkleben mit einem Dimensional. Dann könnte sich das hier noch so einhaken. Ups, Entschuldigung, ich bin da gar nicht im Bild. Wenn ich jetzt hier so ein Blümchen hinkleben würde, könnte sich das dann noch einhaken. Aber es muss gar nicht unbedingt sein. Also das ist jetzt euch überlassen oder auch hier zwei kleine Blümchen. So habe ich oft gemacht, dass ich hier zwei kleine Blümchen hingeklebt habe. Und dann da noch ein drittes, einfach auf ein kleines Dimensional so.
Und dann konnte man die Karte dann noch so ein bisschen einhaken. Aber eigentlich braucht man es nicht. Also ich glaube, ich werde es bei der Karte nicht machen, weil wenn ich jetzt hier die Blümchen hinklebe, dann ist eigentlich alles, was ich zum Schreiben habe, voll. Und es passt jetzt hier mit den Schmetterlingen nicht so gut. Dann würde ich die Schmetterlinge nicht da draufstempeln, sondern nur die Blümchen dahin kleben. So, wenn die Schmetterlinge weg wären, dann würde das auch ganz süß ausschauen für das Beschriftungsfeld sozusagen. Oder ihr lasst es einfach weg, so wie ich jetzt auch, weil die Karte super von alleine steht und ich da gar keine Befestigung mehr brauche. Und wenn ich jetzt noch mehr zum Schreiben will, dann könnte ich auch hier unten nochmal was Weißes hinkleben und da dann noch viel beschriften. Ich bin jetzt nur am Überlegen, ob ich noch ein bisschen mehr Deko mache oder ob es mir eigentlich schon reicht. Oder ob der Elefant vielleicht sogar zwei Luftballone halten soll. Wäre ja eigentlich auch süß. Weiß ich jetzt nicht so genau. Oder die Maus noch einen. Ich glaube, ich lasse es so. Ich finde es so eigentlich total süß. Ich könnte mir auch hier noch ein Blümchen vorstellen. Aber irgendwie, ich glaube, ich lasse es heute mal so. Recht dezent und total niedlich, finde ich. Also das wäre so meine Kartenidee für heute. Ihr könnt natürlich noch ein bisschen Glitzis drauf machen. Glitzis schaden nicht, oder? Vielleicht so durchsichtige Glitzis. Die könnte ich mir gut vorstellen heute. Oder natürlich auch die silbernen. Was tun wir tun? Ich glaube, ich nehme meine Standard-Glitzis. Die sind einfach immer toll. Und mache die mir hier noch irgendwo hin. Das ist mir fast zu groß heute. Also heute bin ich nicht so ganz... Muss gar nicht so viel Deko drauf sein. Der ist mir zu groß heute. Ich lege die jetzt mal nur so hin. Ich weiß noch gar nicht, ob ich sie festklebe oder ob mir das nicht heute. Ist mir heute irgendwie zu viel. Zu viel Glitzer, gibt es das? Kann es das geben? Ja. Ich finde, heute braucht es gar nicht mehr Glitzi. So ist die Karte fertig. Und dann könnt ihr die eben super so hinstellen. Und habt eine ganz, ganz zauberhaft süße Karte mit einer kleinen Maus. Süß, oder? Leider kann ich sie euch jetzt eigentlich nur. Wie kann ich sie euch denn zeigen? So? So? Ja, so kann man es doch ganz gut halten. Jetzt noch eine Bubenkarte und dann nehme ich euch jetzt noch schnell mit bei der Koloration. Denn man braucht dann ganz schnell nochmal eine Karte. Das ist ja total süße Babykarte. Und. Ich dachte, das passt jetzt gerade. Dann nehme ich euch mal nochmal mit. Dann könnt ihr noch mal kurz über mir über die Schulter schauen. Also ich nehme jetzt hier einfach nur die helle graue Farbe. Und überall da, wo ich es ein bisschen dunkler haben will, da gehe ich einfach ein paar Mal mehr drüber. Das ist alles. Das ist der ganze Trick. Den Bauch mache ich jetzt in hellblütenrosa und die Ohren auch. Da mache ich es auch so, dass ich hier am Rand wieder ein bisschen dunkler haben möchte und da einfach noch ein paar Mal öfter drüber gehe. So mache ich es in den Öhrchen auch. Und die Schmetterlinge, ja, die werden jetzt eben passend für einen Jungen ein bisschen blau. Ein bisschen rosa ist schon dabei, gell? Aber das darf auch sein. Das ist ja einfach eine Baby- oder Kindergarten. Wir machen mal ein blaues Blümchen. Ich habe jetzt hier Bermuda Blau. Und die Schmetterlinge mache ich mit der feinen Spitze da. Das ist jetzt, glaube ich, grüner Apfel. Aber da greife ich immer in mein Regal rein und gucke dann einfach, was ich habe. Ach, ich habe hier den Spruch vergessen. Hurra, du bist da, wollte ich dann noch drauf schreiben. Der ist auch in dem Set. Dann seid ihr beim Stempeln auch noch mal voll dabei. Ist blöd, wenn man schon alles gestempelt hat und dann wieder alles rauszieht, wenn man einen Spruch vergessen hat. Aber eigentlich geht es ja total flott. Und zum Saubermachen nehme ich immer meinen kleinen Pad hier, der ist auch rucki-zucki erledigt und dann hat man alles gleich wieder verräumt und ordentlich. So, und dann baue ich zusammen die Bubenkarte jetzt in Blau. Da machen wir keinen Glitzer drauf. Was machen wir denn dann da? Ich habe schon eine Idee, vielleicht klappt das ja. Mal gucken. Das wäre jetzt so eine Karte, wo ich vielleicht die Kieselsteine aufbringen könnte.
Da empfiehlt sich wirklich sehr der Flüssigkleber, weil man da noch ein bisschen ruckeln kann. Und hier weiß ich jetzt gar nicht, ob ich überhaupt was Weißes in den Hintergrund mache oder ob ich das so blau lasse. Das finde ich eigentlich ganz süß. Man könnte es schon machen, aber. Okay, ich glaube, ich lasse es so. Das ist meine Jungenkarte und ich hoffe, die gefällt euch genauso gut wie mir. Die ist einfach süß. Der Elefant, der passt wirklich super und also ein bisschen weniger Glitzer, aber trotzdem schön. Jetzt haben wir jetzt einmal die Mädelsvariante und einmal die Jungsvariante. Ich mache es mal so, dann habt ihr das besser im Blick. Und wie gesagt, das kann man dann hier so süß hinstellen. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen. Das ist echt eine coole Kartenform. Und ihr kriegt, wie gesagt, super ein Bild auch unter. Und das kann man sich dann schön irgendwo hinstellen, auf einem Regal oder so. Und ja, wenn es euch gut gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf die Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal kreativiert was Neues und tschüss!